Der Wilde Westen liegt in Pfullendorf im Süden an der Grenze zum Bodenseekreis. Dort sagen sich nicht Fuchs und Hase gute Nacht, sondern Bisons weiden friedlich. Und wenn man genau hinhört, kann man die bulligen Tiere manchmal sogar zufrieden schnauben hören. Schließlich sind die Bisons in ihre alte Heimat zurückgekehrt. Wir kennen die Bisons aus den Indianerfilmen. Die sind damals eigentlich europäisch gewesen. Die Tiere sind über die Beringstraße nach Nordamerika gekommen. Ein Teil der Tiere blieb aber hier und das sind jetzt die heutigen Wisente. Wir züchten hier den nordamerikanischen Präriebison. Er ist einfach genügsamer. Fühlt sich hier in unserem europäischen Klima sehr wohl, weil er ursprünglich eigentlich auch von hier ist. Wolfgang Leudl ist von Beruf Landwirt. Aber bis vor 8 Jahren war er als Fernfahrer unterwegs. Ihm fehlte, wie er selbst sagt, die packende Idee. Was könnte er als Landwirt machen? Dann begegneten ihm auf einer Farm am Überlinger See ein paar Bisons. Also als kleiner Junge kam ich öfters auf den Bodenrick hoch und sah diese wunderschönen Tiere. Die Bisons haben mich schon immer fasziniert. Und vor ca. 22, 23 Jahren haben wir die Überlegung gehabt, aus dem landwirtschaftlichen Anwesen irgendwas zu machen, dass man die Felder wieder selber nutzen kann, das Grünland. Dann haben wir unser Auto verkauft und haben diese Bisons bei Bielers auf dem Bodenrick oben gekauft. 3 Tiere waren es damals. Wolfgang Leudl kaufte die ersten Tiere und entschied sich für die Zucht der Bisons auf seinem Gelände. Er hatte den richtigen Zeitpunkt erwischt. Schnell wuchs seine Herde von Bisons auf heute rund 80 Tiere an. Die Tiere sind mir und meiner Familie sehr schnell ans Herz gewachsen. Man kann aus den Tieren viel mehr machen wie nur eine Fleischproduktion. Wir zum Beispiel oder ich nutze die Knochen für die Messerbauer, die sind einwandfrei zum Schnitzen. Und die Sehnen für die Bogenbauer, die traditionelle Bogenbauer, um ihre Bogen zu bespannen. Felle kann man benutzen. Man kann hier eine nachhaltige Landwirtschaft machen. Ivana Leudl hat sich ebenso wie ihr Mann ganz der Bisonzucht verschrieben. Früher arbeitete sie als Töpferin, doch heute ist sie komplett mit in die Arbeit auf dem Hof eingebunden. Schnell hatte das Ehepaar erkannt, dass es nicht nur für das sehr schmackhafte Fleisch der Tiere, sondern auch für die Sehnen, Hörner, die Hufe oder die Haut und die Wolle viele Abnehmer gibt. Wir haben durch die Bisons schon sehr viele Leute kennengelernt. Es sind Leute, die sich für alles interessieren, was mit den Bisons zusammenhängt. Unter anderem sind es auch Leute, die aus dem Hobby kommen, die das Leben der Indianer auch nachleben. Es sind aber auch schon echte Indianer da gewesen. Das hat uns ganz besonders gefreut. Einmal im Jahr kommen einige dieser Männer bei den Leudls zu Besuch. Sie helfen ihnen bei der Zeichnung der Tiere und unterstützen die Behandlung durch den Veterinär. Es ist eine aufreibende, mehrere Stunden dauernde Arbeit. Auch für die Tiere eine anstrengende Situation. Zucht von den Bisons, da steckt natürlich sehr viel Idealismus dahinter. Sonst würde man sowas nicht betreiben. Trotz allem hat unsere Familie und ich sehr viel Respekt vor den Tieren und Achtung. Aber ich bin trotz allem sehr froh, dass wir damals diese Entscheidung getroffen haben, Bisons zu züchten. Sie geben sehr viel zurück. Unser zweiter Standbein ist einfach die Putenzucht. Die ist natürlich sehr viel effektiver. Das ist klar, die Tiere wachsen einfach schneller. Manchmal, wenn es die Zeit zulässt, erlauben es sich die Leudls auch, kurz einmal Indianer zu sein. Dann, wenn sie am Lagerfeuer sitzen und die Bisons auf der Weide leise schnauben hören.